Eisen kommt nicht natürlich auf die Erde vor. Es bildet sich nicht auf der Erde, sondern kam ursprünglich aus dem Weltraum auf die Erde herab. Dies mag sich seltsam anhören, aber es ist wahr. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass vor Milliarden Jahren die Erde von Meteoriten getroffen wurde. Diese Meteoriten brachen Eisen von den fernen Sternen mit, die explodiert waren. Vor ungefähr 1 Million Jahren starb der Vorgängerstern von Cassiopeia A. In seinem Zentrum stieg die Temperatur rasant an. Nach Helium bildete sich Sauerstoff. Und der Prozess ging immer weiter. In der Glut von mehr als 700 Millionen Grad entstanden nach dem Sauerstoff Neon und Magnesium. Bei 5 Milliarden Grad bildete sich dann sogar Eisen. Ein Stern, der bei seiner Geburt nur Wasserstoff und Helium enthielt, hat durch seinen Sterbensprozess Elemente bis hin zu schweren Metallen hervorgebracht. Dann verabschiedete er sich mit einem gigantischen Feuerwerk am Himmel. Die Energie der Explosion produzierte auf einen Schlag weitere 60 oder mehr Elemente, alle schwerer als Eisen. Als Staub- und Gaswolken schossen sie mit mehreren tausend Kilometern pro Sekunde in den Weltraum hinaus. Ich finde es absolut beeindruckend, dass alle Elemente, die für uns auf der Erde lebenswichtig sind, in Sternen erzeugt und dann ins interstellare Medium geschleudert wurden. Zum Beispiel Eisen, Silizium für unsere Computerchips. Diese Stoffe durchlaufen von ihrer Geburt bis zur Ankunft auf unserem Planeten enorme Prozesse. Diese wissenschaftliche Erkenntnis, die im 21. Jahrhundert bewiesen wurde, offenbarte Allah uns diese Tatsache vor mehr als 1400 Jahren. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Und wir haben das Eisen herabkommen lassen. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen. Allah verwendet die Worte herabkommen lassen für das Eisen. Es wird aus diesem Vers deutlich klar, dass Eisen kein irdisches Material ist, sondern zum Nutzen der Menschheit dorthin geschickt wurde. Die Tatsache, dass Eisen aus dem Weltraum auf die Erde herabgekommen ist, ist etwas, das in der präventiven Wissenschaft des 7. Jahrhunderts nicht bekannt gewesen ist. Und dies ist wieder mal ein Beweis dafür, dass der Koran von jemandem offenbart wurde, der das ganze Universum erschaffen hat.